meine Damen und Herren, kennen Sie das eigentlich? Man wartet auf der Baustelle, nichts tut sich, die Handwerker kommen nicht und kommen nicht. Auch das gehört, glaube ich, Karl, zum Pfusch am Bau, stimmt's nicht? Die Schwierigkeit, wenn man heute eine Baustelle betreibt, ist die, dass es immer wieder nicht abwägbare Probleme geben kann. Das Warten gehört dazu, gell? Das Warten gehört dazu. Einer unserer Tipps, nimm dir Zeit. Ein zweiter Tipp ist, schreib dir jede Handynummer auf, die du kriegen kannst. Denn seit es diese wunderbare Erfindung der Mobiltelefonie gibt, ist es auch vom Handwerker erwartbar, dass er sich meldet. Hier haben wir uns gemeldet. Also jede Telefonnummer, das wäre bis... Ja, aber du hast schon recht. Also am Bau ist es auf jeden Fall ratsam. Weil es ist nichts Lästiger, man versucht jemanden zu erreichen. Man wartet eigentlich, so wie es Ihnen jetzt vielleicht geht, dass Sie warten, dass wir anfangen oder dass es anfängt. Und Sie wissen nicht, wohin sollen Sie sich wenden. Das wäre ein wichtiger Tipp, glaube ich, Karl, gell? Es ist ja immer noch möglich, dass Sie bei uns anrufen. Wir, das Haus der Baubiologie, sind die Vernetzungsstelle für alle Probleme, die Sie am Bau vorfinden können. Wir helfen Ihnen in allen Belangen. Ja, es sind nicht nur die Telefonnummern, also wo Sie von uns auf jeden Fall in Kürze noch bekommen. Es gibt auch einige wichtige Adressen im Internet, die werden Sie in wenigen Minuten hier erfahren und auch das wollen wir Ihnen nahebringen. Aber ich glaube, wir lassen die Baustelle nicht so stehen. Wir setzen uns einmal auf die Bühne. So, und damit wir dann gleich starten können, würde ich einmal unsere ersten Gäste zu uns raufbitten. Ja, meine Damen und Herren, der Titel unserer Veranstaltung lautet ja Bauschäden, Planungsfehler, Pfusch, nein, danke. Experten präsentieren Wege zum gesunden Bauen und Wohnen. Jetzt werden Sie sich vielleicht eines fragen, wie soll das alles gehen, nämlich genau das zu vermeiden, wo man ja so viel im Alltag genau von diesem Pfusch hört und ich hoffe, dass Sie nicht selbst davon betroffen sind. Der heutige Informationsabend ist der erste Schritt auf diesem Weg. Und ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und gesunde Lebensweise sind wohl die wichtigsten und von allen anerkannten Faktoren für unser Wohlbefinden. Gesundes Bauen und Wohnen sind mindestens genauso wichtig. Heute stellen wir Ihnen einen wichtigen Themenkomplex vor, der langsam das Bewusstsein der Menschen zu erobern beginnt. Bauen und Wohnen nach baubiologischen Grundsätzen und Werten. Unsere Gesundheit hängt auch von einem angenehmen und gesunden Wohnumfeld ab. Daher ist es umso wichtiger, so vielen Menschen wie nur möglich das nötige Wissen zu vermitteln, das unser Leben besser macht. Wir haben nur dieses eine und dieses so angenehm wie nur möglich zu gestalten, sollte unser oberstes Ziel sein. Heute Abend werden Experten des Hauses der Baubiologie und von biobaustoffe.at in ihren Ausführungen aufzeigen, gesundes Bauen und Wohnen ist möglich. Mit baubiologisch bedenkenfreien Materialien, mit entsprechender Technik und durch die Beiziehung von geschulten wie auch erfahrenen Planern sowie bauausführenden Firmen können Bauvorhaben auch gut gelingen. Als Bauwerber unterstützen wir Sie in vielerlei Hinsicht. Dafür bieten wir neben vielen anderen Dingen drei wesentliche Elemente an. Erstens,
Das Basiswissen vermitteln wir in speziellen Vorträgen im Haus der Baubiologie und auch in gezielten Bauberatungen. Dadurch können Sie schon in der Planungsphase mitreden, die richtigen Fragen und die nötigen Anforderungen an Planer und ausführende Firmen stellen. Zweitens, auf dem neuen Webportal biobaustoffe.at finden Bauwerber alles, was sie über biologische Baustoffe wissen müssen. Neben empfehlenswerten Baustoffen werden aber auch empfehlenswerte Firmen vorgestellt. Drittens, auf den neuen und mit biobaustoffe.at verbundenen Referenz- und Video-Webportal dergutetipp.com finden Sie interessante Videos über Produkte, Firmen sowie Baubesprechungen und über viele weitere Themen. Wir beginnen den Abend mit zwei Podiumsgästen aus dem Holzbau und aus dem Massivbau. Ingenieur Kurt Neubauer ist seit rund 40 Jahren im Bauwesen tätig und ist eingefleischter Fan des Ziegels als Baustoff. 1995 gründete er die Firma N&B Bau und als Generalunternehmer zeichnet Ingenieur Neubauer für die komplette organisatorische und kommerzielle Abwicklung von Bauvorhaben verantwortlich. In Zusammenarbeit mit erprobten Meisterbetrieben entstehen Wunschhäuser nach kundeneigenen Vorstellungen als echte Einzelstücke. Bei den Eigenprojekten von N&B Bau erfolgt schon die Auswahl der Baugrundstücke nach dem neuesten Stand der baubiologischen Messtechnik. Geomantieberater und Elektrosmogberater werden schon bei der Grundstückauswahl beigezogen, damit die Grundlage für gesunde und harmonische Lebensräume garantiert ist. Unser zweiter Podiumsgast ist Ingenieur Günther Schweier. Er ist Holzbaumeister und zudem ausgebildeter Baubiologe nach IBN sowie Geomant. Ökologisches, energiesparendes Bauen und das Schaffen von Lebensräumen, in denen man sich rundum wohlfühlt, sind seine erklärten Ziele. Durch den Einsatz von Holz im Bau ergibt sich schon eine grundsätzlich gemütliche Atmosphäre. Zudem ist Holz als natürlicher und regionaler Baustoff, als CO2-Speicher auch wichtig für die Schonung der Umwelt. Planen und Bauen mit der Natur und die Berücksichtigung der natürlichen Kreisläufe und Gegebenheiten ist der Anspruch von Holzbaumeister Ingenieur Günther Schweier. Das Leistungsangebot reicht von Lebensraum-Consulting über Energieausweisberechnungen, biologische Bauberatungen bis hin zur Umsetzung von Zu- und Umbauten sowie die thermische Sanierung von Holzhäusern. Bei der Planung von Neubauten werden Bauwerber vom Entwurf über die baubehördliche Einreichung bis hin zur Ausführungsplanung und Baubegleitung umfassend betreut. Die Baubiologie ist kein Modetrend, der von einigen Weltverbesserern erfunden wurde. Baubiologie baut auf jahrhundertealtem Wissen und seriösen und wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen auf. Dies zu vermitteln ist die Kernaufgabe der neuen Webportale biobaustoffe.at und dergutetipp.com. Mit kompetenter Information und Beratung können wir die Sorgen und Bedenken, die viele Bauwerber haben, auf positive Weise aus der Welt schaffen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie nach der Beendigung Ihres Bauvorhabens eine solche Aussage über Ihren Bauplaner und Bauausführenden treffen können. Du hast uns die Angst genommen vor Dingen, die einfach sein können. Das Ganze ist im Fluss gegangen und das Ganze ist immer vorwärts gegangen. Und es war, muss ich wirklich sagen, so getragen zu werden, in einer sehr intensiven Phase, in so kurzer Zeit so viel weiterzubringen, das ist, finde ich, etwas sehr Großartiges. Du hast uns die Angst genommen. Ja, meine Damen und Herren, eines muss man schon ganz ehrlich sagen, als wir diese
Aussage eines Bauherrn zum ersten Mal gehört haben. Also ganz ehrlicherweise, es klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist uns fast ein bisschen kalt über den Rücken hinuntergelaufen. Denn genau das ist es ja, was das Haus der Baubiologie, biobaustoffe.at und der gutetipp.com mit ihrer Tätigkeit erreichen wollen. Nämlich Bauwerbern und Bauwerberinnen die Angst vor dem Pfusch am Bau zu nehmen. Und vor allem eines, nämlich diesen Pfusch, der ja immer wieder vorkommt, gar nicht erst zuzulassen und ihm keine Chance zu geben. Als Ersten darf ich jetzt, Sie haben es ja bei der Einbegleitung schon kurz gehört, Karl Kukowetz begrüßen. Er ist der Netzwerkmanager des Hauses der Baubiologie und auch der Begründer des Webportals biobaustoffe.at. Aber zu diesem Portal kommen wir dann ein bisschen später noch genauer. Wir beide dürfen Sie heute durch diesen Abend begleiten, um Ihnen die drei Säulen aufzuzeigen, mit denen Sie, meine Damen und Herren, genau diesem Pfusch entgehen können. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch ich heiße Sie hier recht herzlich willkommen. Und ich möchte noch einmal diese drei Punkte anführen, die einfach ganz wichtig sind und die uns tragen. Es sind die drei Säulen. Die eine Säule ist das Haus der Baubiologie. Wir veranstalten Vorträge, Seminare und geben auch über unsere telefonische Beratung der Bevölkerung Auskunft. Die zweite Säule ist jetzt neu, dieses Webportal biobaustoffe.at. Auf dieser biobaustoffe.at Webseite finden Sie auch eine Expertenliste. Dort werden österreichweit Experten gelistet, die sich mit biologischem Bauen auskennen. Die dritte Säule ist die Vertreibung des Ganzen im Internet und über unsere Homepage, der gute Tipp. Denn was hilft es, wenn wir jahrelang unsere Arbeit machen und niemand weiß davon? Jetzt haben wir ein Portal gefunden, dergutetipp.com, und Sie können nachschauen, Sie können es weitergeben, Sie sind informiert. Soweit die ersten Ausführungen für diese heutige Veranstaltung. Ja, Herr Schweier, eines würde man jetzt natürlich ganz gern wissen, nämlich wie Sie den Bauwerbern diese Angst genommen haben und was eigentlich dieses Geheimnis einer ganzheitlichen Bauplanung und vor allem auch Baubegleitung, das ist ja etwas ganz Wichtiges, ist, was ist das Geheimnis dieses Ganzen? Ja, das ist eigentlich kein großes Geheimnis. Im Mittelpunkt meiner Planung stehen immer der Mensch oder die Menschen, die diesen neuen Lebensraum dann einnehmen werden, für die wird ja dann auch das Haus gebaut. Aber anfangen tut es eigentlich an der Basis und das ist der Bauplatz. Denn das ist sozusagen die Grundlage für all das, was dann entsteht. Und sehr viele Bauherren begleite ich schon bei der Bauplatzsuche und bei der Bauplatzwahl, weil da sind viele äußere Umstände schon zu beachten, wie eben, wie schaut es mit der Besonnung aus, wie ist die Topografie, wie schaut es mit der Infrastruktur aus, ist die Zufahrt möglich und natürlich auch die ganzen baurechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten dabei. Aber es sind natürlich nicht nur diese äußeren Gegebenheiten des Grundstücks, die den Grundstück ausmachen, sondern es geht auch um ein Wahrnehmen der nicht sichtbaren Qualitäten eines Bauplatzes. Und da bietet sich eine radiästhetisch-geomantische Untersuchung an, wo sich dann zeigen Plätze, die vielleicht besser nicht bebaut werden sollten und Plätze, die besonders gut geeignet sind. Der nächste Schritt ist dann an und für sich, dass wenn man mit dem Bauherrn zusammen erörtert, was sind die Wünsche, was sind die Bedürfnisse, was soll dieses neue Heim alles können? Und da geht es wirklich dann in die Tiefe. Ich versuche mich da also auch in die Bauherren und in ihr Lebensumfeld einzufühlen. Und es gilt natürlich auch vieles dann auch zu hinterfragen und vor allem, ja, was braucht man wirklich? Was ist der eigentliche, wirkliche Wunsch für das Traumhaus? Und viele Sachen, die man so aus Medien vielleicht kennt oder auch die
gut gemeinten Ratschläge von Verwandten und Freunden, ist einmal zu hinterfragen, ob das überhaupt das ist, was man selber möchte. Und da geht es wirklich darum, nachzuspüren, was brauche ich wirklich, was macht für mich das Wohnen aus. Und da wird dann eben gemeinsam das herausgearbeitet, das Raumprogramm, wo man sich sozusagen dann wirklich schon hineinspürt, wie wird es sein, wenn ich dann dort leben werde. Und der nächste Schritt ist dann die Entwurfsphase, wo das dann sozusagen immer mehr Form annimmt. Und da sind einfach sehr viele Faktoren, die da hier zu berücksichtigen sind. Ich persönlich schaue auch immer, dass man eben harmonikale Proportionen hineinbringt oder dass man auch den Energiefluss, wie er aus dem Feng Shui zum Beispiel bekannt ist, berücksichtigt. Wenn das Ganze dann in seinem Konzept steht, ist dann auch noch relativ schnell die Frage der Materialität, der Konstruktion da. Denn das ist auch ganz klar, je genauer die Planung ausfällt, und da sollte man sich genügend Zeit dafür nehmen, dass man sich bewusst wird, wirklich was möchte ich haben, desto problemloser wird dann natürlich auch die weitere Bauphase ablaufen. Und desto genauer werden dann auch natürlich die Ergebnisse sein, wenn man eine Ausschreibung macht und Angebote einholt. Da gibt es dann keine bösen Überraschungen, denn das ist auch bekannt. Wenn es dann Änderungen während der Bauphase gibt, das ist dann meistens sehr teuer, weil dann bekommt man dann Nachtragsangebote, die natürlich nicht dementsprechen, was man sonst hat. Also das ist so, das in der Planung eben wirklich in die Details schon hineingehen. Also das geht bis zur Leitungsführung und diese Faktoren, je genauer die sind, umso besser ist dann natürlich auch der Bauablauf. Die Planung muss ja dann oder sollte ja dann von Handwerkern umgesetzt werden. Wie sehen Sie jetzt Ihre Aufgabe gegenüber diesen Handwerkern? Ja, mit den Handwerkern, da ist mir eigentlich sehr wichtig auch das Miteinander, gell? Und das Erste ist dann eigentlich das gemeinsame Festlegen eines Bauzeitplanes. Denn der soll ja dann in einem Fluss durch das ganze Baugeschehen führen. Und da ist es wichtig, dass die Gewerke gut ineinander greifen. Und es macht dann auch keinen Sinn, einen unnötigen Zeitdruck unter Umständen aufzubauen. Denn das wissen wir alle, dort wo ein Druck herrscht, dort passieren auch sehr schnell Fehler. Und das kann man vermeiden, indem man das wirklich gut vorbereitet. Aber es ist vor allen Dingen auch dann die Kommunikation mit den Handwerkern, die vor Ort sind, dass man da bei Baubeginn auch wirklich die Details noch einmal durchgeht. Typisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn der Elektriker auf die Baustelle kommt, dass man ihn wirklich darauf hinweist, eben hier ist zum Beispiel die Luftdichtheitsebene und dass wenn überhaupt hier Durchdringungen stattfinden, dass eben dafür dann eine eigene Luftdichtheitsmanschette gibt, dass man die dann auch einbaut oder über die Besonderheiten einer baubiologischen Bauführung wie Müllvermeidung oder der Einsatz der richtigen Verbindungsmittel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, wenn dann die Baustelle läuft, ist es auch sehr wichtig, sozusagen immer wieder ständig vor Ort zu sein, damit man Probleme, die auftauchen, eigentlich gleich einmal vor Ort lösen kann und so natürlich keine größeren Zeitverschiebungen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich kann das auch der Bauherr machen, dass er vor Ort ist, aber als Laie ist er natürlich dann oft relativ schnell bei Entscheidungen, die zu treffen sind, auch überfordert. Und da ist natürlich die Unterstützung einer Baubegleitung sehr hilfreich. Und wenn das sozusagen für ihn übernommen wird, das kann ihm natürlich auch dann die Angst vor dem Bau natürlich auch nehmen. Das ist ja doch ein sehr aufregender Prozess. Und das, was natürlich im Äußeren jetzt also auf der Baustelle passiert, da tut sich ja einiges. Dieser Prozess passiert natürlich auch innerlich im Bauherrn und auch da gilt es dann zum Beispiel in Form einer spirituellen Baubegleitung, den Bauherrn durch die Baustelle mitzuführen und begleitend dazu zum Beispiel verwende ich sehr gerne auch Baurituale, die dann durch das Geschehen eigentlich so den Rahmen mitbilden. Jetzt gibt es ja solche Baurituale schon seit der Antike, man weiß es ja, dass dort Bauopfer gegeben hat, die gibt es, glaube ich, das hoffe ich das nicht mehr, aber man hat ja auch dort unter den Grundsteinen bzw. unter die Gründung Opfer gegeben, ob es jetzt Getreide oder was auch immer war. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was verstehen Sie jetzt da im Speziellen unter diesen Bauritualen? Ja, Sie sagen schon, Baurituale haben bei uns eine sehr lange Tradition. Um vielleicht das ein bisschen zu erklären, es gibt den alten Begriff Anwesen für ein Haus. Und ja, die deutsche Sprache drückt es eigentlich schon sehr schön aus. Es geht um das Wesenhafte
eines Hauses, aber auch eines Grundstücks. Und vielleicht, um das ein bisschen zu erläutern, wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre jetzt so ein Grundstück und auf einmal kommen eben Arbeiter, schneiden alle Bäume um, Baumaschinen fahren auf und reißen ein Riesenloch in die Erde hinein. Das ist dann Chaos natürlich. Also man könnte sich so vorstellen, wenn jemand Fremder einfach ihre Wohnungstüre aufbricht, ohne sich vorzustellen, die Möbel rauszerrt und Wände umreißt, da wird man nicht in eine abwehrende, in eine blockierende Haltung gehen. Und das ist nicht eine Energie, die wir eigentlich in der Baustelle und überhaupt in der ganzen Bauführung nicht unbedingt weiterziehen möchten und schon gar nicht dann im Haus haben möchten. Gell? Und das kann man eben zum Beispiel mit einer energetischen Arbeit schon vorab am Baugrundstück etwa vorarbeiten, und Baurituale unterstützen das. Also zum Beispiel der Spatenstich, der ist ja nicht nur die Willenskundgebung des Bauherrn, dass hier jetzt ein neues Gebäude entsteht, sondern das ist ja auch eine Kommunikation mit der Erde, wo man sozusagen diese Information, jetzt ist der Baubeginn, jetzt startet es, auch kundtut, und das geht dann weiter über die Grundsteinlegung, wo dann das Haus eigentlich mit dem Grundstück auch verbunden wird und geht dann weiter über das Richtfest. Ich mache dann auch eine moderne Variante dazwischen noch, das ist das Dichtfest, weil im Zuge des Baugeschehens gibt es dann ja heute auch den Blower-Door-Test, das ist die Luftdichtheitsüberprüfung. Und wenn alle Handwerker sauber gearbeitet haben, dann wird er natürlich auch sang- und klanglos bestanden. Und das darf dann auch gefeiert werden. Und zum Abschluss gibt es dann natürlich auch das sozusagen Einweihungsfest, wo dann mit Freunden, Bekannten und allen Beteiligten von dem Bauherrn sozusagen das Haus eingeweiht wird. Ja. Das ist nicht ein sehr schöner Rahmen, der über das Ganze führt. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen mit den hoffentlich nicht ungeschnittenen Bäumen. Natur ist ein Schlagwort, das heute im Bauen oder im Baubereich sehr, sehr stark verwendet wird. Viele Menschen schauen darauf zu Recht. Was kann man eigentlich unter diesem Slogan Planen und Bauen mit der Natur jetzt tatsächlich im Alltag verstehen? Ja, früher waren wir Menschen ja viel mehr in die Natur eingebunden. Man war den Großteil des Tages auch bei der Arbeit im Freien. Das hat sich heute sehr gewandelt. Wenn man sich das so anschaut, man betrachtet sich meistens heute außerhalb der Natur und sieht sie eigentlich auch von außen. Und wenn man sich das anschaut, also heute verbringt man einen Großteil seiner Lebenszeit eigentlich in geschlossenen Räumen, in Innenräumen. Und da ist es natürlich auch wichtig als Planer, möglichst viele naturnahe Baustoffe in unsere Innenräume, in unsere dritte Haut sozusagen zu bringen, damit man da wieder ein bisschen an Kontakt herstellt. Ich sehe mich da so ein bisschen auch als Mittler zwischen den Wünschen und Bedürfnissen der Bauherren und der Natur, denn wenn man jetzt ein Grundstück kauft, das ist natürlich auch eine sehr große Verantwortung. Natürlich auch dann für mich als Planer, denn das, was man da jetzt drauf plant und was dann natürlich dann dort als Bauwerk entsteht, das verändert nachhaltig ja die ganze Umgebung und die ganze Landschaft. Und ein besonders schönes Ergebnis ist es für mich dann auch immer, wenn das, was da jetzt neu entsteht, eigentlich sich wie ja, selbstverständlich wie immer schon da gewesen in das Ganze, die ganze Umgebung auch eingliedert. Und ja, natürlich sind natürliche Baustoffe wie Holz da hier sehr wunderbar ergänzend, denn wenn man sich jetzt vorstellt, ein Haus bekommt so eine Lärchenfassade, dann strahlt es, wenn es neu gebaut ist, so ich bin jetzt da. Und mit der Vergrauung, ich sage Versilberung, es nimmt sich das dann Haus wieder mehr zurück und gliedert sich dann wieder sehr schön in das natürliche Umfeld ein und wird sozusagen eins wieder mit der ganzen Landschaft. Sie haben meine Frage jetzt schon vorweggenommen. Jetzt wissen wir, warum Holz für Sie der richtige Baustoff ist. Ja, also. Können Sie da uns noch ein paar Ätzes geben, warum es so ist, dass Holz für Sie der richtige Baustoff ist? Ja, also es ist ganz einfach erklärt. Also in der Natur ist ja alles kreislauforientiert. Und Holz als ein regeneratives, also immer wieder nachwachsendes Produkt der Natur ist dann, gliedert sich da wunderbar in diesen Prozess ein. Und wir sind ja gesegnet in der Steiermark, aber auch in ganz Österreich, denn wir haben mehr Holz, das nachwächst, als wir verbrauchen. Es sind alle 40 Sekunden so viel Holz in ganz Österreich, was wächst, wie ein durchschnittliches Holz-Einfamilienhaus verbraucht. Also das ist somit wirklich ein regionaler und verfügbarer Baustoff, den man wirklich auch verwenden sollte.
Und nebenbei ist natürlich Holz auch gut für die Umwelt, denn es ist CO2-neutral. Im Wachstum speichert der Baum den Kohlenstoff in seinem Holz und dort bleibt er gespeichert über die ganze Verwendungszeit und es kann bei Holz durchaus sehr lange sein, bis er dann sozusagen verbrannt oder eben verwittert. Verrottet. Und verrottet. Also diese Zeit ist einfach dieser Zwischenspeicher davon. Und das Schöne natürlich ist, wir haben es wirklich regional vor der Haustür, das Holz. Es ist ein sehr kurzer Verarbeitungsprozess, wenn man sich es auch anschaut, von der Ernte im Wald über das Sägewerk, die Trocknung und dann ist es eigentlich schon auf der Baustelle. Also ich hole mir wirklich ein Stück lebendige Natur ins Haus hinein mit Holz. Es ist leicht bearbeitbar und wir haben natürlich, wenn wir mit Holz bauen, eine sehr kurze und vor allem eine trockene Bauzeit. Und wenn man dann durch die warmen, angenehmen Holzoberflächen auch noch sichtbar lässt im Gebäude, das ist natürlich was besonders Schönes. Und ja, ich glaube, jeder, der schon einmal in einem Holzhaus gelebt und gewohnt hat, der wird diese Qualitäten schätzen und nicht mehr missen wollen. Dankeschön. Also eines muss ich sagen, Herr Schweier, das ist einer der wenigen Momente, wo es mir wirklich leid tut, dass ich keine Uhr dabei habe. Hätte ich nämlich mitgestoppt, dann wüsste ich, wie viele Holzhäuser während unseres Gesprächs schon wieder nachgewachsen sind. Holz ist ein Baustoff, der vielseitig verwendbar ist. Doch eines sieht man immer wieder und hört man natürlich, man weiß es auch, Bauen wird immer teurer. Wie kann denn bei diesem Preisdruck das Bauen der Zukunft aus Ihrer Sicht aussehen? Ja, man muss sich das heute auch anschauen. Also wir sind ja auf der Häuselbauermesse. Es geht eigentlich um das Einfamilienhaus und das Einfamilienhaus ist ja für den Österreicher eigentlich die beliebteste Wohnform. Aber man muss auch ehrlich sagen, es ist inzwischen ein Luxus geworden. Gell? Denn wenn man sich die Ressourcen anschaut, ist nicht das Einfamilienhaus die Wohnform, die am meisten Ressourcen verbraucht. Das fängt natürlich schon beim Baugrundstück an. Wenn man sich Saut anschaut, den Süden von Graz, da nimmt die Verhüttelung ja schon sehr stark zu. Und das ist in ganz Österreich, sind es täglich, glaube ich, 31 Fußballfelder, wo die Fläche versiegelt wird, die früher eben landwirtschaftliche Fläche war. Und da, denke ich, wird es sicher ein Umdenken geben müssen, weil das hängt natürlich jetzt auch mit den Preisen zusammen. Im Umland von Graz steigen ja auch die Grundstückspreise ständig. Das heißt, man wird vielleicht eher schauen, dass man wieder etwas enger zusammenbaut. In einer guten Architektur ist das überhaupt kein Problem, dass man die Qualitäten, die ein Einfamilienhaus bietet, auch in einem verdichteten Flachbau oder in einem Reihenhaus zusammenbringt. Aber wenn wir beim Einfamilienhaus jetzt bleiben, die Kosten, es ist einfach ganz einfach, man muss sich einfach hinterfragen, was brauche ich wirklich? Denn es ist auch klar, jeder Quadratmeter, den ich nicht baue, den muss ich auch nicht finanzieren. Und je einfacher die Bauformen sind und Architektur, wenn das Ganze kubisch ist, wenn ich einfache Bauteilanschlüsse habe, dann ist das natürlich automatisch auch wesentlich günstiger in der Ausführung gegenüber jetzt einer extravaganten Architektur, das muss man auch ehrlich sagen. Und ein großer Punkt, der sich heutzutage sehr auf die Kosten niederschlägt, das ist dann vor allem die Haustechnik. Denn wenn man sich das anschaut, in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus haben wir inzwischen aufgrund der aufwendigen Technik zwischen 50.000, 75.000 Euro, ist keine Seltenheit, nur für den Haustechnikbereich, also vielleicht wird es da auch ein Umdenken geben in eher Low-Tech, sage ich jetzt einmal, vielleicht einfachere Methoden in diese Richtung. Und ich denke, es wird auch ganz wichtig sein, sich anzuschauen, Ressourcen, die es ja schon gibt. Durch das Bauen im Speckgürtel wird ja auch der Ortskern sozusagen immer wieder leer. Und dass man sich eventuell auch diese Objekte ansieht, ob man die nicht revitalisiert und sozusagen da hier auch die Bestandssubstanz besser nutzt und da sozusagen neuen Wohnraum schafft. Und natürlich auch überlegt, was kann ich dabei selber machen, wenn ich schon ein Haus baue oder renoviere, denn diese Eigenleistung muss natürlich auch nicht bezahlt werden. Ja, vielen Dank, Herr Schweier. Meine Damen und Herren, jetzt haben Sie schon einiges gehört, wie man an die Planung und an die Umsetzung herangehen sollte und woran man alles denken sollte, beziehungsweise denken muss. Und